Sieh dir doch mal die Vorderseite deines Pullovers an. Okay, die Pizzaflecken ignorieren wir mal. Ist dir jemals ein V-Muster unter dem Kragen aufgefallen? Dieses V ist nicht nur Deko. Es hat gleich mehrerlei Nutzen. Aus einer doppelten Gewebschicht bestehend, wie Hüft- und Armbündchen, ermöglicht diese Einlage das An- und Ausziehen, ohne dass er seine Form verliert. Während du den Pulli über den Kopf ziehst, dehnt sich die V-Einlage und sorgt für ausreichend Spielraum. Als weitere Funktion absorbiert das V den Schweiß. An der Brust schwitzt man am meisten. Sieh dir einfach mal nach dem Sport dein T-Shirt an. Natürlich ist die Kapazität des Vs begrenzt. Die zusätzliche Tasche rechts am Jackett nennt man Billettasche. Dort verstauten Reiter einst ihre Münzen, um Maut zu zahlen, ohne die Jacke öffnen zu müssen. Als Zugreisen beliebt wurden, nutzte man sie für Fahrschein und Ausweis. Die linke Brusttasche hingegen ist dem Taschentuch vorbehalten. Dort wird es nicht so schmutzig wie in der Hosentasche bei all dem anderen Kram. Metallreißverschlüsse haben einen versteckten Sperrmechanismus. Wenn du dir das nächste Mal Hosen, Shorts oder einen Rock anziehst, drücke den Zipper fest gegen den Reißverschluss, dass er einrastet. Stört dich das Piepen deiner Mikrowelle? Vielleicht findest du eine Taste, mit der du es ausschalten kannst. Falls nicht, kannst du auch versuchen, 1-0 Stopp oder Abbrechen gedrückt zu halten. Entweder schaltest du damit den Ton aus oder aktivierst einen Sperrmechanismus. Oder sie explodiert. Spaß. Sollte sich deine Mikrowelle jedoch partout nicht zum Schweigen bringen lassen, musst du nachts weiterhin flink sein. Nintendo Switch-Karten verfügen über eine geheime Sicherung. Sie hinterlässt einen unangenehmen Geschmack im Mund. Das ungiftige Denatonium-Benzoat verleiht der Karte einen sauren, scharfen und bitteren Geschmack und soll Kinder daran hindern, sie versehentlich zu verschlucken. Diese Chemikalie gehört zu den bittersten Substanzen, die wir kennen. Sie hält Menschen davon ab, Zeug zu verputzen, was nicht zum Verputzen gedacht ist. Auf einer öffentlichen Toilette gibt es nicht gerade viel Privatsphäre, erst recht nicht, wenn die Tür nicht mal ansatzweise auf den Boden reicht. Diese Lücke dient jedoch als Notzugang, falls die Person im Innern dringend Hilfe benötigt. Außerdem fördert sie die Durchlüftung und verhindert, dass Leute sich zu lange auf dem stillen Örtchen aufhalten. Zahnstocher haben einen eingebauten Halter, dass du sie nicht direkt auf den Tisch legen musst. Brich einfach das obere Ende ab und lege das spitze Ende in die Kerbe. So einfach ist das. Nun berührt er nicht mehr den Tisch und wird nicht schmutzig. Dasselbe funktioniert mit Einweg-Essstäbchen. Oberes Ende einfach abbrechen, bevor du sie auseinander nimmst. Diese kleinen Dellen auf Golfbällen verbessern die Flugeigenschaften und reduzieren den Luftwiderstand. Der Ball kann also weiter fliegen. Diese Dellen können rund oder sechseckig sein. Jede kleinste Veränderung beeinflusst das Flugverhalten. Wähle daher weise. Folieschachteln verfügen über kleine Halter, die verhindern, dass die Rolle aus der Packung fällt. An den Seiten findest du kleine Papplaschen. Drückst du sie ein, rasten sie in die Rolle ein und es ist leichter, die Folie herauszuziehen. Ach, ich wünschte, es gäbe für alles so einfache Lösungen. Die 7 Strahlen der Krone der Freiheitsstatue stehen gar nicht für die 7 Weltmeere und 7 Kontinente. Sie repräsentieren die Sonnenstrahlen und verpassen der Dame einen Heiligenschein. In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es 12 Notenbanken, die das ganze Geld drucken. Willst du wissen, wo das Geld herkommt? Achte auf den kleinen Code. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphia, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 St. Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Nenn es niemals Frisco. Die Bürstchen am Rand von Rolltreppen sollen dafür sorgen, dass die Leute nicht zu nah an die Kante treten und womöglich ein Missgeschick mit eingeklemmten Schuhbändern oder Einkaufstaschen geschieht. Schon mal was vom gesunden Oktopus an der Rolltreppe gehört? Nimm lieber die Treppe. Altmodische Nadelkissen in Form einer Tomate mit einer daran hängenden Erdbeere können mehr als nur deine Nadeln aufbewahren. In der Erdbeere befindet sich eine Feile. Steckst du deine Nadeln in die Erdbeere, bleiben sie dank der Feile rostfrei und spitz.
Manche Menschen vergessen, den Tankrüssel von ihrem Auto abzuziehen, nachdem sie getankt haben. Zum Glück ist das vielen Tankstellen bewusst. Fährst du mit dem Tankrüssel am Auto von der Tankstelle los, löst sich eine magnetische Sollbruchstelle. Diese bunten Brottütenclips nutzen ein Farbsystem, um anzuzeigen, an welchem Tag der Inhalt gebacken wurde. Normalerweise steht Blau für montags, Grün für dienstags, Rot für donnerstags, Weiß für freitags und Gelb für samstags. Auf der Rückseite der meisten Kosmetikprodukte befindet sich ein Symbol, das dir sagt, wie lange das Produkt haltbar ist. 2M steht zum Beispiel für 2 Monate nach dem Öffnen. Manche Jacken haben auf der Schulter eine Lasche mit einem Knopf. Sie erfüllen sogar einen Zweck, stell dir vor. Sie eignen sich bestens, um Handtasche, Rucksack oder Tasche auf der Schulter zu fixieren. Bommeln an Mützen sind nicht nur eine modische Spielerei. Sie dienten einst der Sicherheit. Oben an der Kopfbedeckung angebracht, verhinderten sie, dass Seeleute sich an den tiefen Decken in Schiffen stießen. Bommel berührt die Decke, also nicht weiter aufrichten. Es gibt sie nicht auf jedem Maßband, aber die kleine Raute oder der schwarze Kreis können Bauarbeitern beim Aufbringen von Bolzen in Wänden behilflich sein. Auch diese kleinen Löcher in deiner Baseballmütze sind nicht nur Deko, man nennt sie Nestellöcher und sie dienen der besseren Belüftung deines Köpfchens. Wenn auf deinem Zipper YKK steht, ist das keine Aufforderung, einen Geheimcode zu knacken. Diese 3 Buchstaben stehen auf unglaublich vielen Reißverschlüssen, weil sie das Logo des weltweit größten Herstellers von Zippern, nämlich der YKK-Gruppe sind. Jede Getränkedose hat eine Lasche, mit der man sie öffnet, und jede einzelne von ihnen hat ein relativ großes Loch. Dieses Loch erleichtert dir zwar auch, den Finger unter die Lasche zu bekommen, aber eigentlich ist sie als Strohhalmhalter gedacht. Dreh die Lasche über die Öffnung und schiebe deinen Strohhalm hindurch. Einwegdeckel sorgen hervorragend dafür, dass dein Getränk nicht aus dem Becher schwappt. Aber da ist noch mehr. Wenn du dein Getränk schließlich trinken willst, kannst du ihn mithilfe einer speziell dafür vorgesehenen Kerbe am Becherboden befestigen und als Untersetzer verwenden. Das winzige schwarze Pünktchen zwischen Kamera und Blitzlicht an der Rückseite deines iPhones hat eine fantastische Funktion. Es ist das 3. Mikrofon und sorgt für außergewöhnliche Klangqualität, indem es Hintergrundgeräusche minimiert und deine Stimme besser herausfiltert. Manche Benzinkanister haben 2 Öffnungen. Nein, nicht für unterschiedlich große Einfüllstutzen. Indem du die 2. vor dem Befüllen öffnest, kommt es nicht zu den bekannten Gluck-Gluck-Gluckern. Durch den zusätzlichen Luftstrom fließt das Benzin ruhiger. Der kleine Pfeil neben dem Tanksymbol im Armaturenbrett verrät dir, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. Das ist besonders nützlich, wenn du mit einem geborgten Auto unterwegs bist. Sieh dir mal einen Scheck an. MP neben der Unterschriftlinie bedeutet, dass die Druckerei als ein Sicherheitsmerkmal Mikroschrift einsetzt. Für das ungeübte Auge mag die Linie wie ein einfacher Strich aussehen, tatsächlich steht dort aber der Name der Bank, autorisierte Unterschrift oder Originaldokument. Die kleine Membran im Deckel von Brauseflaschen ist nicht nur ein Überbleibsel der Produktion. Sie dient der Versiegelung des Deckels. So bleibt die Flüssigkeit sicher in der Flasche, auch wenn man sie auf den Kopf stellt. Außerdem verhindert sie, dass der Sprudel entweicht. Die Delle oder auch Mulde am Boden einer Weinflasche dient nicht nur dazu, sie besser halten zu können. Die Mulde macht die Flasche stabiler. Wenn du sie fallen lässt, fliegt der Korken nicht gleich aufgrund des Drucks in der Flasche quer durch den Raum.